Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Abschnitt zu der Frage, wie kommt man eigentlich vom objektorientierten Modell zum Programm? Nach dem Überblick im letzten Video wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie wir die Solution in Visual Studio aufbauen. Nach unseren Vorüberlegungen, dass wir die Library für alle verschiedenen Arten von Anwendungen benutzen und getrennt entwickeln. Gucken wir uns jetzt mal an, wie wir so eine Solution aufbauen. Was ich gerne erreichen möchte, ist am Ende so ein Aufbau. Also Sie sehen hier, das ist dieser Solution-File. Das ist im Prinzip eine Klammer, um mehrere Dinge, die in Visual Studio Projekte heißen. Also wir sehen hier, das ist so ein CSPIOJ-File. Das ist so ein C-Sharp-Projekt. Ja, und was ich gerne hätte, wäre natürlich irgendwie so eine Struktur, die ein bisschen aufgeräumt ist. Also ich habe hier die Solution in einem Root-Ordner von so einem Repository und habe jetzt eben hier drin die Library und ein Testprogramm. Ja, wir sollten auf jeden Fall immer ein Testprogramm haben. Und diese App, die Sie hier sehen, das ist ein WinForm-Programm, also eins mit einer Windows-Oberfläche. Und das hätte ich gerne so, dass das vernünftig eben auf der Festplatte so aussieht, dass man es dann auch ins Repository einchecken kann und auch alles wiederfindet. So, wie man das aufbaut, das zeige ich Ihnen jetzt. Also wir machen das im Visual Studio. Brauchen wir jetzt als allererstes mal diese Solution außenrum, ne? Also diese Ü Klammer über alles. Wenn ich jetzt direkt so ein Projekt anlegen würde, dann würde er mir da eine Solution daneben legen und dann ist das alles durcheinander gemischt. Und das will ich ja nicht. Ich möchte gerne einzelne Unterverzeichnisse haben. Also fange ich an mit einer Blank Solution, heißt das Ding. Sie finden die hier und das ist im Prinzip einfach eine leere Arbeitsmappe, da ist nichts drin. Und wenn man die jetzt anlegt, ja, dann muss man der halt einen Namen geben. Ich gebe dir jetzt mal den Namen Stadt, Land, Fluss. Das ist so ein kleines Datenmodell, das werde ich Ihnen in der vorstellen, wenn wir uns dann angucken, wie das funktioniert. Und so gebe ich das dann ein. Ne? Hier kann ich mir noch eine Location aussuchen. Ich nehme jetzt mal diese Standard-Location, wo der ja normalerweise die ganzen Repositories ablegt und dann drücke ich Create. Gut, dann sieht das hier so aus. Also hier ist jetzt die Solution und wie erwartet ist sie leer. Ja, das war ja genau das, was wir erreichen wollten. Hier erscheint ja dann nachher der Editor für den Quellcode. Also wenn ich jetzt hier in der rechten Maustaste draufklicke, dann kann ich mit Add etwas Neues hinzufügen und ich füge jetzt mal ein neues Projekt hinzu. Und jetzt haben wir wieder diese Auswahl mit den ganzen Vorlagen und jetzt haben wir gesagt, wir brauchen eine Library. Ich fange gerne mit der Library an, also mit dieser Bibliothek. Und dann sehen wir, hier gibt es verschiedene Klassen Bibliotheken zur Auswahl. Das liegt so ein bisschen daran, wir haben jetzt verschiedene Zielplattformen, also verschiedene .NET Environments, auf denen es alles laufen kann und es können auch verschiedene Programmiersprachen verwendet werden. Deshalb muss man hier mal schauen. Also was wir wollen ist, dass das Ganze auf dem .NET Framework läuft und in C-Sharp programmiert ist. Deshalb ist das hier unsere Vorlage. Wenn ich jetzt auf Next klicke, kann ich dem Ding einen Namen geben. Ja, und ich sage mal, damit man nachher weiß, was es ist, gibt man ihm natürlich einen Namen, unter dem man es wiederfindet. Und ich nenne das gerne so wie das Projekt Stadt, Land, Fluss und dann eben als Suffix das Lib dahinter, sodass ich sage, weiß, okay, das ist die Library, das andere ist vielleicht die App. Und das dritte ist vielleicht die Testapplikation. Wenn ich jetzt auf Create drücke, dann sehen wir, jetzt wird hier in unsere Solution eingefügt die Library. Sie sehen, da ist jetzt auch schon eine Class drin. Also da können wir nachher jetzt ganz normal unsere Objekttypen reinprogrammieren, also unsere Klassen, und dann können wir die eben in einer anderen Anwendung benutzen. Und das machen wir jetzt mal. Also wir fügen jetzt mal noch eine Anwendung hinzu. Und zwar wieder über dieses Add New Project. Ja, und jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen eine Testanwendung haben und so eine kleine WimForm-Anwendung. Ich empfehle immer, so eine kleine Testanwendung zu haben. Also eine, die einfach, wenn die durchläuft, die einfach auch guckt, ob so die wichtigsten Sachen funktionieren und so weiter. Es gibt auch spezielle Projekttypen dafür, das sind sogenannte Unit-Tests. Aber das lassen wir jetzt mal im Rahmen dieses Semesters weg und schreiben einfach eine ganz normale Konsolenanwendung. Auch hier wieder, ne, Konsolenanwendung kann jetzt geschrieben werden in der beliebigen Programmiersprache, nehmen wir wieder C-Sharp und als Laufzeitumgebung das Framework.
Gut, auch hier irgendein sinnstiftender Name. Ich nenne den jetzt mal wieder Stadt, Land, Fluss und dann eben als Suffix Test. Ja, damit ich nachher wieder finde, wie das gemeint ist. Ja. Und jetzt drücken wir mal hier auf Create. Und jetzt sehen wir, ja, die Stadt, Land, Fluss Test ist jetzt hier, ist eine Konsolenanwendung und hier die Lib ist fett. Das heißt, wenn ich jetzt auf Play drücke, also hier auf diesen Startknopf, dann wird die Stadt, Land, Fluss Lib versucht auszuführen. Das können wir mal machen, das wird nicht funktionieren. Ja, weil eine Klassenbibliothek, die bietet ja nur Funktionalität an, also die man in anderen Programmen verwenden kann. Die ist ja selber kein Programm. Also wenn ich jetzt will, dass dieses Testprogramm läuft, dann mache ich Folgendes. Dann setze ich das hier auf Set as Startup Project. Und wenn ich dann auf Start drücke, dann läuft diese Echse durch. Sie sehen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, das ist völlig klar. Wenn ich jetzt mal hier reingucke in das Programm, dann sehen wir, die Static Void Main ist leer. Ja, da kann man ja nichts sehen. Ne? Gut, die haben wir jetzt einfach mal als Vorbereitung, wenn wir mal was testen wollen. Die kann jetzt diese Klassen hier noch gar nicht benutzen, denn, schauen wir mal hier, es gibt hier so References auf Dinge, die diese Klassenbibliothek, die dieses Programm aus anderen Klassenbibliotheken benutzt. Na, wir gehen ja immer hin und sagen, ja, so eine Programmiersprache, die kann alles Mögliche schon. In der Regel ist es so, dass die Programmiersprachen ziemlich wenig können. Ja, und das Laufzeitsystem, was man dann eben benutzt, damit man zum Beispiel Sachen auf dem Bildschirm ausgeben kann oder damit da irgendwie so ein Fenster aufgeben mit Knöpfen drin. Das ist in Klassenbibliotheken ausgelagert und wir sehen hier, der hat uns jetzt hier schon so einen Haufen References reingepackt. Das sind so die Basissachen und wenn ich jetzt hier eine Reference hinzufüge, ja, dann kann ich hier unter Projects meine Projekte auswählen. Und jetzt, wenn ich das so mache, dann kann ich innerhalb dieses Testprogrammes die Klassen benutzen, die ich in der Library angelegt habe. So, und der Vollständigkeit halber machen wir da jetzt nochmal unsere WinForm-Applikation dazu. New Project. Ja, und dann schreiben wir hier mal Form rein. Und dann sehen wir, gibt es hier Windows Form App, ja, also eine Applikation, die Windows Forms hat. Also das sind diese ganz normalen Windows Fenster, die Sie alle kennen. Da klicken wir aber drauf. Auch hier wieder schauen, ne? Also .NET Framework ist klar und C Sharp. Also das Ganze einmal ausgeführt und ja, auch wieder irgendwie sinnhaft benannt. Stadt, Land, Fluss und das nenne ich jetzt mal App. Also das ist die Stadt, Land, Fluss App. Ja, und wir sehen jetzt hier, da gibt es jetzt so ein etwas anderes Fenster. Das ist jetzt kein Quellcode-Fenster, sondern da kann ich jetzt so ein Formular reinbauen. Ja. Und jetzt schauen wir einfach mal hier rein. Die kann ja jetzt im Prinzip noch nichts. Ja. Wenn ich die jetzt mal als Startup Project starte, festlege und dann starte, dann geht hier so ein Form auf. Ja. Und es ist ja im Moment leer. Wer hätte es gedacht? Also ist es auch leer. Gut, auch hier wieder, wir brauchen als Referenz, ne, Add References, unsere Library. Ja, nicht den Test mit einbinden, den brauchen wir nicht. Dann würde die Applikation auch von der Testanwendung abhängen. Das wollen wir ja gerade nicht. Die Testanwendung wollen wir ja am Ende nicht dem Kunden ausliefern. Ja, dann müllt die ja bei ihm rum und er führt die aus und macht, was weiß ich, seine Datenbank kaputt. Das wollen wir nicht. Also da aufpassen, dass wir wirklich nur die Abhängigkeit haben und die taucht dann hier auch entsprechend auf, hier als Stadt, Land, Fluss, Lib. Gut, der Einfachheit halber mache ich es gerne so, dass ich jetzt diesen WinForm-Applikationen, gerade wenn ich irgendwas ausprobieren möchte, noch eine Konsole spendiere. Wenn Sie mit der rechten Maustaste da draufklicken und ganz unten, sehen Sie jetzt nicht, steht Properties, dann geht hier so unter Applications ein Fenster auf. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass man es ein bisschen besser sieht. Und da steht jetzt alles drin, was der Compiler wissen muss, um dieses Programm zu bauen. Und hier steht Windows Application, ja, was so viel heißt, wie ich mache als erstes mal ein Fenster auf und ansonsten möchte ich, dass nur mit diesem Fenster gearbeitet wird. Das stelle ich ganz gerne direkt auf Konsole um. Dann habe ich nämlich beides. Ne? Dann habe ich Knöpfe und Konsole und dann kann ich auf der Konsole immer noch so ein bisschen gucken und für unsere Fälle ist das ganz gut,
weil wir werden das nämlich nachher benutzen, sodass wir dann unsere Ausgaben auf der Konsole sehen können. Das spart uns ein bisschen Arbeit und ist auch ein bisschen leichter, als wenn man dann die ganze Zeit irgendwelche Messageboxen wegklickt. Deshalb stellen Sie sich das bitte auch gleich so ein, wenn Sie das nachvollziehen wollen, sodass wir das dann nachher benutzen können. Ansonsten ist dieser Formdesigner, naja, sagen wir mal, selbsterklärend ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber nicht so unfassbar kompliziert. Wir brauchen die Toolbox. Wenn Sie die Toolbox aufmachen, dann erscheint die entweder bei Ihnen in der IDE drin oder als extra Fenster. Bei mir ist jetzt als extra Fenster aufgegangen. Man kann jetzt einfach hier reinziehen und da sehen Sie hier, können Sie sagen, wo Sie die andocken wollen. Ja, Sie können die aber auch einfach hier irgendwo frei in den Raum legen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn Sie mehrere Monitore haben, empfehle ich die irgendwo anders hinzulegen. Ansonsten kann man die sich auch einfach irgendwie hier eindocken. Ne? Also die IDE ist ja so ein Multi-Document-Interface. Und was wir jetzt im Prinzip hier so brauchen, sind einmal diese Buttons. Ne? Also ziehen wir mal so einen Button da rein. Dann sehen Sie hier, ja, also der heißt dann Button 1, damit er überhaupt mal einen Namen hat. Ja. Und wenn man mal hier schaut, schauen wir das mal weg, hier unten rechts, ja, da sind dann die Eigenschaften. Ja, und da kann man jetzt eben hier zum Beispiel zusätzlich hier den Namen ändern. Ja, oder man ändert auch zum Beispiel den Text. Das wäre vielleicht noch was ganz Gutes, wenn wir den jetzt mal eben ändern. Wo ist er denn? Hier steht jetzt Button 1 drauf, das ist natürlich Mist. Schreiben wir mal Test drauf. Ja, und wenn ich jetzt hier draufklicke, mit einem Doppelklick, dann macht er mir hier die Funktion auf, die ausgeführt wird, wenn ich auf diesen Button klicke. So, und jetzt probieren wir das einfach mal aus. Also im Prinzip müsste es jetzt gehen, dass wir in unserer Library eine Klasse hinzufügen. Also machen wir mal das so. Also add new item. Und dann nehmen wir mal eine Klasse und die nennen wir jetzt mal Test for App. Ja, und die hat jetzt hier, müssen sie noch public machen, damit wir sie auch benutzen können. Die hat jetzt mal hier so als Property ein String. Und der ist gleich Hello. Na. Und den machen wir dann auch public. So, und die Theorie, ne, von dem, was ich gerade erzählt habe, wäre jetzt, dass man diese Klasse hier in diesem Form benutzen können müsste. Das probieren wir jetzt mal aus. Machen wir hier einen Doppelklick drauf und dann sagen wir einfach hier Test for App. Und jetzt sagt uns Visual Studio, ja, ich kenne die zwar, weil du die Referenz gebaut hast, aber formal ist es ja so, dass man in C-Sharp die Namespaces noch importieren muss. Also schlägt er mir gleich vor, dass er den importiert. Sagen wir ja, mach das mal für uns, dann brauchen wir nicht drüber nachdenken. Dann nehmen wir den mal hier OBJ, ist gleich New. So, jetzt haben wir das und dann machen wir mal, damit wir das sehen können, ob das funktioniert hat. Messagebox Show und jetzt nehmen wir mal von dem OBJ unseren Teststring und jetzt müsste ja, wenn alles geklappt hat, wenn ich auf den Knopf gleich drücke, dieses OBJ erzeugt werden. In diesem OBJ ist der String Hello drin. Der String Hello wird über die Messagebox angezeigt. Und dann müsste das ja funktionieren. Probieren wir aus. Also bauen hat schon mal ganz gut funktioniert. Wir sehen hier die Konsole. Ne? Das war ja das, was wir eben umgestellt haben, dass wir eine Konsole haben. Jetzt drücke ich mal hier auf Test. Und jetzt sehe ich hier Hello. Ja, und jetzt kann man auch schon sehen, warum ich gerne diese Konsole gerade für die Entwicklungszeit noch benutze, weil ich jetzt auf der Konsole natürlich mehrere Sachen hintereinander ausgeben kann, ohne dass ich jetzt jedes Mal dieses Hello, also dieses OK klicken muss. Ne? Das probieren wir jetzt auch gleich mal aus. Also wenn ich jetzt mal hier noch dahinter schreibe, so Konsole Write Line, und da nehmen wir jetzt mal den gleichen Text. Ja, dann könnte man sich jetzt vorstellen, wenn das eine Schleife ist über mehrere Dinge, dann wäre ja dieses Wegdrücken irgendwie ein bisschen lästig. Jetzt probieren wir das auch noch mal eben aus. Also hier ist unsere Konsole, da wo sie hingehört. Hier ist unser WinForm, also unser Programm. Wenn ich jetzt hier auf Test drücke,
sehen wir, aha, es wird also dieses Hello ausgegeben und dann später auch auf der Konsole. Und das hat den Vorteil, also hier kann ich jetzt auch zum Beispiel Sachen rauskopieren und so weiter. Deshalb benutze ich das ganz gerne, gerade in der frühen Entwicklung, dass man halt eben hier nochmal so ein bisschen was aus dem Programm rauskriegt. Ansonsten, klar, also wenn Sie irgendwelche Testroutinen schreiben, dann gehören die natürlich ins Testprogramm und nicht hier rein. Ja, aber für unsere Zwecke ist das ganz gut und ich habe auch die WinForm für die Demo vom Stadtland-Fluss-Datenmodell so aufgebaut, dass man dann eben die Ausgaben auf der Konsole sehen kann, weil wir dann ja auch mehrere Instanzen von Objekten haben und dann nicht jedes Mal OK klicken wollen. So viel zum Thema, wie lege ich die Solution in Visual Studio an. Im nächsten Abschnitt werden wir uns damit beschäftigen, wie wir das Datenmodell nach C-Sharp portieren.